im Busch Ausgabe über die berühmten Spitzbuben Max und Moritz. Max und Moritz von Wilhelm Busch, die Erstausgabe von 1865. Den Farben haben 160 Jahre fast nichts ausgemacht. Ja, das ist aber nicht untypisch für die Zeit. Also auch im 16., 17. Jahrhundert sind schon Bücher koloriert worden. Das ist hier noch sehr zart koloriert und das ist tatsächlich auch ein Kriterium dafür, dass es sich um die Erstausgabe handelt, weil die späteren Ausgaben kräftiger koloriert wurden. Schätzpreis 15.000 Euro. Max und Moritz ist eins von 430 Büchern, die Ketterer am Montag versteigert. Auch im Angebot ist dann eine Erstausgabe von Franz Kafkas Jahrhundertroman Die Verwandlung. Schätzpreis 3.000 Euro. Sehr ungewöhnlich hier, dass der Buchumschlag noch so gut erhalten ist. Das ist